Die European Senior Tour ist zurück in Deutschland nach 10 langen Jahren mit der Berenberg Bank Masters hier im Golf- und Landclub Köln. Dazu sage ich herzlich willkommen. Das ist schon jetzt bei der Premiere eines der bestbesetzten Turniere Europas. Und das liegt natürlich vor allem an Bernhard Langer, der weltweit beste Spieler über 50. Und Bernhard Langer, der ist auch der Veranstalter in dieser Woche. Und jetzt steht er neben mir. Herr Langer, sagen Sie kurz, warum war Ihnen das wichtig, dieses Turnier hier nach Deutschland zu holen? Ja, ich glaube, wir brauchen mehr internationale Turniere. Wir haben ja nur eins mit der BMW International auf der European Tour inzwischen. Und da ich jetzt Seniorenspieler bin, haben wir uns gedacht, es wäre doch toll, wenn wir auch in Deutschland ein Seniorenturnier veranstalten könnten. Und die Berenberg Bank hat dazu gesagt, hat gesagt, wir machen mit. Und jetzt haben wir das erste Berenberg Bank Masters hinter uns. Und es ist eine tolle Woche gewesen. Wir haben einen wunderschönen Golfplatz hier vorgefunden in Köln-Refrath. Viele Zuschauer, ein fantastisches Teilnehmerfeld. Rundherum eine sehr gelungene Woche. Und ich darf Sie jetzt einladen, meine Damen und Herren, zur Zusammenfassung der Berenberg Bank Masters hier im Golf- und Landclub Köln. Und hier war schon vor dem ersten Abschlag richtig was los und da gab es einige Höhepunkte. Das erste Highlight war eine festliche Charity-Gala für alle Teilnehmer des Pro-Ams zugunsten der Bernhard-Langer-Stiftung. Sam Torrance und Jerry Bunai zeigten sich schon bei der Ankunft in Partylaune. Im Mittelpunkt, neben dem Gastgeber, einer der ganz, ganz Großen des Golfsports. Gary Player, mittlerweile 75 Jahre jung. Der neunmalige Major-Champion aus Südafrika spielte sogar beim Pro-Am mit und gewann vor Bernhard Langer. Es war ein wunderbares Erlebnis. Der Platz war großartig. Ich darf feststellen, die Pro-Am-Gäste haben es einfach genossen. Nur, was wir unbedingt tun müssen, Deutschland hat so große Sportler wie Beckenbauer, Becker, Langer und Keimer hervorgebracht. Wir brauchen mehr junge Leute, die mit dem Golfspielen beginnen. Golf ist ein großartiger Botschafter für Deutschland und dies ist eine sehr, sehr schöne Woche. It's a great ambassador for Deutschland and altogether I must say it was a very happy week. Bernhard Langer kam glänzend ins Spiel. Zum Auftakt eine 69, 3 unter Par und das nach dreimonatiger Verletzungspause. Am Samstag aber dann nur eins über, eine 73 für den Publikumsliebling. Auch Ian Wusnam fühlte sich von Beginn an sichtlich wohl auf dem Waldkurs in Refrath. Hier sein exzellenter Birdie-Versuch auf der 4. Auf eine 71 folgte eine 70. Der Waliser einen Schlag besser als Langer und geteilter Vierter vor der Schlussrunde. Sam Torrance, der nächste Ryder Cup-Kapitän. Der zweimalige Sieger der Senior Order of Merit. In diesem Jahr noch nicht in großer Form, aber immerhin eine 72 zum Auftakt für den Schotten. Hier sein zweiter Schlag ins erste Grün, das Par 4 Dogleg nach links 341 Meter lang. Mark James, Ryder Cup-Kapitän 1999 in Brookline, begann mit einer 67, ließ eine Paarrunde folgen, 5 unter Par. Das war die geteilte Führung nach dem zweiten Tag. Die 12, 139 Meter lang, übers Wasser. Kein Problem für Angel Fernandez. 69 und 72, auch der Chilene vorne auf dem Leaderboard dabei. Ebenfalls 54 Jahre alt und ebenso 3 unter Par, der Spanier José Rivero. Zweimal war er im Ryder Cup siegreich in den 80er Jahren. Dieser Bunkerschlag brachte ihn am Samstag auf der 18 ein abschließendes Birdie. Das ist Barry Lane, dem der enge Kurs augenscheinlich liegt. 69 und 70, der Engländer mit in Führung. Überragend in der ersten Runde Tim Thelen, der US-Amerikaner mit deutschen Wurzeln, schoss eine 65, die beste Runde des Turniers. Er hatte die Tour School gewonnen, durfte aber erst hier 3 Tage nach seinem 50. Geburtstag sein erstes Turnier spielen. Am zweiten Tag folgte nach diesem Paar auf der 18 eine enttäuschende 74er-Runde. Der ehemalige US-Club-Pro-Champion, aber als dritter Spieler mit 5 unter Par in Führung. 6 Spieler folgten dahinter mit 2 Schlägen Rückstand, Bernhard Langer als 10. 3 Schläge zurück. Trotz teilweise ungemütlichem Wetter kamen viele Besucher in den Golf- und Landclub Köln, wo Bernhard Langer 1975 bei der German Open als 17-Jähriger sein erstes Profiturnier gewann und anschließend vom jetzigen DGV-Ehrenpräsidenten Jan Brüggelmann gesponsert wurde.
Der mittlerweile 90-Jährige ließ es sich nicht nehmen, raus nach Refra zu kommen, um mit seinem ehemaligen Schützling angeregt über alte Zeiten zu plaudern. Vor der Finalrunde der Berenberg Bankmasters. Tage des Donners. Die Formel 1, der große Preis von Europa. Das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. MotoGP, der Grand Prix der Niederlande. Tage des Donners, das Sport1-Film-Highlight. Das Wochenende für alle Motorsportfans. Tage des Donners, heute ab 12.15 Uhr, live auf Sport1. We are one. Kommen Sie mit Titelpräsenter Betty Barclay und mit Sympatex zum Turnierfinale des Japp-Anstütz Ladies Cup 2011 nach München. Lassen Sie sich beim Get-Together von der Welt erlesener Wohnstoffe, Teppiche und Polstermöbel im einzigartigen House of Japp-Anstütz faszinieren. Übernachten Sie in Münchens neuem Design-Highlight, dem Leonardo Royal Hotel. Nehmen Sie teil an der Award-Verleihung im Rahmen der glamourösen Charity Night und spielen Sie Ihr Spiel auf den Golfplätzen Valais und Schloss Egmating. Buchungen und Infos unter www.japp.de oder per Mail an japp.pr@japp.de. Wir freuen uns auf Sie. I had the tournament of my life and suddenly I was on tour. Of course, my decision to turn pro at 17 has always been controversial. That is, until I became European number one. Now, I'm not the only one who believes in me. Sky schenkt Ihnen in diesem Sommer 1, 2, 3 Monate. 3 Monate die aktuellsten Film-Highlights auf 10 Filmsendern. 3 Monate das größte Live-Sportangebot Deutschlands. Und um den Sommer richtig genießen zu können, gibt's den Sky Plus HD Festplattenreceiver für 0 statt 169 Euro. Bestellen Sie jetzt unter 0180 551 4x0 oder auf sky.de. Ahoi Piraten, die raue See ruft nach neuen Helden. Gib deinen Gegnern die geballte Breitseite oder kämpfe gemeinsam gegen die Schrecken dieser Meere. Spiel jetzt mit auf seafights.de/sport1 und sicher dir dein Starterpaket gratis und nur auf seafights.de/sport1. Jetzt mit Full Speed in den Brüggelmann Online-Shop. Brüggelmann.de. Beste Marken, beste Preise. When I was 7, it was my dream to play on the tour. I really dedicated myself and tried to become the best player that I could be. You've got to put a lot into it to get something out of it. It takes more work, it takes more practice, it takes more sweat. This game owes you nothing and you got to go out there and get it. You thought you'd found perfection a couple of times and then you come along and there's actually something better there. I think you almost put your soul into your game. There's always a way to get better. This golf ball makes me better. Jetzt wird's richtig spannend. Im Hintergrund, da macht sich der letzte Flight gerade warm mit klangvollen Namen. Natürlich mit Barry Lane, mit Mark James. Wie überhaupt ja hier viel Prominenz am Start ist in den letzten 4 Flights. Alleine 4 ehemalige Ryder Cup Kapitäne. Allen voran natürlich Bernhard Langer, wo auch heute natürlich hier die meisten Zuschauer mitgegangen sind und dem auch alle natürlich die Daumen drücken. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Die drei Führenden, der gerade 50 gewordene Tim Thelen, Mark James, der englische Tour-Veteran, und Barry Lane, der auch auf der regulären European Tour noch aktiv ist. Alle bei 5 unter Par.
Immer wieder Regen, auch am Sonntag, aber wenigstens keine Gewitterunterbrechung wie am Tag zuvor. Kein guter Start für Bernhard Langer. Sein Pitch auf der 1 blieb in den Zweigen hängen. Bogey für den zweifachen Majorsieger 2010. Nur noch ein kurzer Pitch für Ian Woosnam auf der 2. Eine einfache kleine Bewegung und das Birdie auf diesem Par 5, Formsache. Auf der 3 Birdie-Putt für Bernhard. Er holte sich den verlorenen Schlag von der 1 zurück. Weiter nach vorn ging es aber nicht, im Gegensatz zu Woosnam, der den Abstand zu den drei Führenden schnell auf einen Schlag verkürzt hatte. Thorsten Gideon ist einer der beiden Deutschen im Feld und er ist Golflehrer hier im Golf- und Landclub Köln. Was zeichnet diesen Platz aus? Wie muss man den spielen? Hier wird alles gefordert, das ist das Schöne. Wir haben halt 18 Löcher, wir haben 5 Doglegs, die nach links gehen, wir haben 5 Doglegs, die nach rechts gehen. Das heißt, man muss den Ball von beiden Seiten drehen können, um hier wirklich erfolgreich zu sein. Wir haben alle Arten von Längen, also wir haben Wedges in die Grüns, wir haben aber auch Dreier-Eisen und Rescues in einige Viererlöcher rein. Also die ganze Palette von Schlägen wird hier gefordert. Und Sie haben mitgespielt. Was hat es für Sie so schwierig gemacht? Formulieren wir es mal so. Ich habe einfach den Schläger nicht gut geschwungen und habe dann die Grüns verfehlt. Und dann war das kurze Spiel nicht gut genug, um dann die Pars zu machen. Was glauben Sie, wer gewinnt? Gute Frage. Ich hoffe immer noch auf Bernhard, dass der hintenrum Gas gibt. Ich hatte ja eigentlich echt auf ihn getippt, weil er den Ball, wie gesagt, in beide Richtungen drehen kann. Er ein extrem gutes, kurzes Spiel hat. Und er halt den Druck gewohnt ist und so wie ich ihn kenne, möchte er gerne in seinem Heimatland gewinnen. Thorsten Gideon hatte mit Bernhard Langer 1990 den World Cup gewonnen. Langer auf der 8, bereits sein 4. Bogey des Tages. Nicht sein Turnier. Die lange Verletzungspause war ihm anzumerken. Angel Fernandez. Birdie auf der 4. Der Chilene spielte auf den ersten 9 1 unter Par. Ian Woosnam. 2 Birdies, 1 Bogey, dann dieser Abschlag auf der 8. Es folgte ein erneutes Birdie. Der ehemalige Masters-Champion jetzt mit in Führung. In der Gruppe davor spielte Angel Fernandez weiter groß auf. Birdie 11. Auch er jetzt 5 unter Par. Mark James hatte 2 Schläge verloren. Dies der Birdie-Putt auf der 9. 7-mal war er im Ryder Cup dabei. Dazu Kapitän 1999. Der Par-Putt führt Thelen auf der 9. Der Amerikaner fiel zurück. Woosnam, Birdie-Putt auf der 10, mit nur 355 Metern das kürzeste Par 4 auf dem Platz. Der Waliser jetzt schon bei minus 6. Und auf dem Leaderboard ganz alleine vorn. Einen Schlag vor Fernandez. Der Chilene mit der nächsten Birdie-Chance auf der 13. Der Putter lief heiß und Fernandez auch. Obwohl der Wind wieder deutlich auffrischte.
auf der 11. Dieses Birdie Pflicht für Woosnam. Er jetzt wieder alleine vorn. Das ist übrigens Jason Langer, der Sohn von Bernhard, am Leaderboard für den Score des Vaters verantwortlich. Der kleine Langer als Junior-Marschall aktiv. Der Papa sieht es gerne, wenn er Nachwuchs mit anpackt. Bernhard unglücklich. Auch auf der 18 nur eine 75 zum Abschluss. Weniger als von seinen vielen Fans in Refrath erhofft. Kaum zu glauben, 3 Monate hat Bernhard Langer überhaupt kein Golf gespielt, zumindest kein Turniergolf. Wie ist es denn dann gelaufen heute? Ja, es ging einigermaßen los. Das Wichtigste war, dass die Schmerzen nicht zu groß wurden, und es hat doch einigermaßen geklappt. Ging auch mit einer 69er Runde ganz gut los, aber dann die letzten beiden Tage, ja, gestern habe ich hervorragend gespielt, eigentlich nur der Putter wollte nicht so. Und heute ging es leider schlecht los. Gleich mit 2 Bogies war im Divot gelegen auf der 1. Und dann, naja, es war nicht so rund. Es lief heute auch nicht so toll. Und somit bin ich mit 1 über Par, 1 über meinem Handicap, mehr oder weniger auf dem 12. Platz gelandet. Sagen Sie uns noch schnell, diese Daumenverletzung beim Fahrradfahren passiert. Wie muss man sich das vorstellen? Machen Sie da auch mal ein bisschen Unfug noch, so als jung gebliebener Senior-Tour-Spieler? Ja, das war überhaupt kein Unfug. Ich bin zum Strand gefahren und habe an einer Kreuzung halten müssen, weil es rot war. Dann habe ich den Knopf gedrückt, um die Ampel zu wechseln auf grün. Und beim Knopfdrücken hatte ich einen furchtbaren Schmerz gespürt im linken Daumen. Und dann ging das wieder weg nach 30 Sekunden mehr oder weniger. Es hat aber dann beim Golfen ganz schön wehgetan, die nächsten Wochen und Monate. Es wurde dann auch noch falsch diagnostiziert in Amerika und habe dann noch weitere Wochen gespielt mit Schmerzen. Und am Ende kam eben raus, dass es ein Bänderriss war, und da musste ich unter das Messer. Jetzt geht's wieder. Im Vorjahr haben Sie das Seniorengolf weltweit dominiert. Was haben Sie sich in diesem Jahr noch vorgenommen? Was geht noch? Ja, es ist schwer zu sagen. Ich habe natürlich jetzt einen Großteil der Saison verloren, und auch die ganze Zeit konnte ich weder trainieren noch spielen. Das ist schwierig, und ich weiß auch nicht jetzt, wie es die nächsten Wochen und Monate weitergeht. Also im Moment habe ich nicht allzu große Schmerzen, aber ich kann immer noch nicht ganz so nach dem Ball schlagen, wie ich mir das vorstelle. Und da muss ich eben von Woche zu Woche schauen, wie sich das entwickelt. Aber ein Major-Sieg geht noch diese Saison, bin ich sicher. Ich hoffe, ja, aber das müssen wir abwarten. Herzlichen Dank, alles Gute. Danke auch. Ian Woosnam im Wasserhindernis auf der 13. Auch diese Situation meisterte der Ryder Cup-Kapitän von 2006. Und das nötige Quäntchen Glück hatte er an diesem Tag auch. Mark James auf der 11. Auch für ihn das Birdie. Er wieder even par für den Tag. Woosnam aus dem Rough aufs Grün und der Birdie-Putt. Drin. Der Besenstiel-Putter fast länger als die ehemalige Nummer 1 der Welt. Aber er funktionierte und Woosnam setzte sich ab. Mit 2 Schlägen Vorsprung ging er auf seine letzten 3 Löcher. Die Entscheidung bei der Berenberg Bank Masters stand unmittelbar bevor. Tage des Donners. Die Formel 1, der große Preis von Europa. Das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. MotoGP, der Grand Prix der Niederlande. Tage des Donners, das Sport 1 Film-Highlight. Das Wochenende für alle Motorsportfans. Tage des Donners. Heute ab 12.15 Uhr. Live auf Sport 1. We are one. I had the tournament of my life and suddenly I was on tour. Of course, my decision to turn pro at 17 has always been controversial. That is until I became European number one. Now I'm not the only one who believes in me.
Ihr PC wird immer langsamer? Werbefenster, unsichtbarer Datenmüll und Fehler im Betriebssystem lassen sogar Downloads frühzeitig abbrechen? Damit ist jetzt Schluss. PCprima.de. Die Software mit über 1 Million Kunden weltweit kann auch bei Ihnen die Geschwindigkeit im System herstellen, wie sie einmal war. Einfach und zuverlässig. Jetzt auf PCprima.de gehen, die geprüfte Scan-Software gratis herunterladen, fertig. Ich war ja erst kritisch, was ein fremdes Programm auf meinem PC anrichten könnte. Aber alles läuft jetzt wieder wie am ersten Tag. PCprima.de spürt sicher Fehler in Registrierungen, unnötigen Datenmüll und bremsende Spy- und Adware auf. Machen Sie auch Ihren PC wieder prima mit PCprima.de. Ich arbeite viel am PC und lade auch ständig wichtige Programme herunter. Nachdem ich PCprima.de getestet habe, war mein PC wieder so richtig prima. PCprima eben. www.pcprima.de. Jetzt mit Full Speed in den Brüggelmann Online-Shop. Brüggelmann.de. Beste Marken, beste Preise. Bist du Mensch oder Zylon? Wähle deine Seite und kämpfe bei Battlestar Galactica Online mit tausenden Spielern ums Überleben. Spiel jetzt kostenlos mit und sicher dir dein Geschenk unter bgo.tv/sport1. Sky schenkt Ihnen in diesem Sommer 1, 2, 3 Monate. 3 Monate die aktuellsten Filmhighlights auf 10 Filmsendern. 3 Monate das größte Live-Sportangebot Deutschlands. Und um den Sommer richtig genießen zu können, gibt's den Sky Plus HD Festplattenreceiver für 0 statt 169 Euro. Bestellen Sie jetzt unter 0180 551 4x0 oder auf sky.de. Kommen Sie mit Titelpresenter Betty Barclay und mit Sympatex zum Turnierfinale des Jap Anstütz Ladies Cup 2011 nach München. Lassen Sie sich beim Get-Together von der Welt erlesener Wohnstoffe, Teppiche und Polstermöbel im einzigartigen House of Jap Anstütz faszinieren. Übernachten Sie in Münchens neuem Design-Highlight, dem Leonardo Royal Hotel. Nehmen Sie teil an der Awardverleihung im Rahmen der glamourösen Charity Night und spielen Sie Ihr Spiel auf den Golfplätzen Valai und Schloss Egmating. Buchungen und Infos unter www.jap.de oder per Mail an jappr@jap.de. Wir freuen uns auf Sie. Bernhard Langer hatte mit der Entscheidung nichts mehr zu tun bei seinem Turnier, der Berenberg Bank Masters im Golf- und Landclub Köln. Die Ausrufezeichen setzen am Schlusstag andere. José Rivero, Eagle Putt auf der 18. Was für ein Finale für den Coach von Alvaro Quiroz. James auf der 16. Bogey. Der Engländer war raus aus dem Titelrennen. Was machte Fernandes? Auf der 18 erneutes Birdie für den Chilenen. Eine starke 68. Gesamtergebnis minus 7. Woosnam hatte nur noch einen Schlag Vorsprung und noch ein Loch zu spielen. Ein packendes Finale, das auch den Titelsponsor begeisterte. Ja, es ist einfach ein Traum. Vor allen Dingen, wir wussten ja auch nicht, was uns jetzt erwartet. Wir haben einen fantastischen Golfplatz mit super Grüns. Die Profis, die sind voll des Lobes. Und insofern, denke ich, haben wir ein bisschen Glück gehabt natürlich auch, aber alles richtig gemacht.
Jetzt war nur noch die Frage, was macht Wusi? Der zweite Schlag auf dem abschließenden Par 5. Das Grün links verpasst aber der Ball nicht im Bunker. 60.000 Preisgeld für den Sieger, das bislang bestdotierte Turnier des Jahres mit insgesamt 400.000 Euro. Bertus Smit, der ehemalige Landwirt aus Südafrika. Starke Annäherung, Birdie zum Schluss und am Ende noch der alleinige vierte Platz. Woosnam. Ein kleiner Pitch. Ohne viel Spin gespielt. Und er hatte zwei Putts zum Sieg. Ein Finish in Style. Birdie zum Abschluss. Ian Woosnam ist der Sieger der ersten Berenberg Bank Masters im Golf- und Landclub Köln. Der ehemalige Masters-Champion hatte wieder einmal seine Kämpferqualitäten bewiesen. Und gewinnt mit 2 Schlägen Vorsprung vor dem Chilenen Angel Fernandez. Alleiniger Dritter Tim Thelen bei seinem ersten Senior-Tour-Auftritt. Den Pokal aber bekam Wusi, überreicht von Veranstalter Bernhard Langer und Hans-Walter Peters von der Berenberg Bank. Die ehemalige Nummer 1 der Welt ist wieder mal ganz oben. Großartig. Ich habe 18 Monate kein Turnier mehr gewonnen. In meinem Alter ist jeder Sieg etwas ganz Besonderes. Auf so einem großartigen Platz, in einem so gut organisierten Turnier mit einem starken Sponsor zu gewinnen, ist super. Ich habe es wirklich genossen. Was war Ihr Schlüssel zum Sieg? Es war sehr windig. Man musste den Ball im Spiel halten, die Mitte des Grüns anspielen und nicht so viele Fehler machen. Das ist mir glücklicherweise heute gut gelungen. Bei der Siegerehrung wurden Sie von Gary Player geehrt. Was hat Ihnen das bedeutet? Wir sind seit 30 Jahren Freunde. Er ist ein großartiger und leidenschaftlicher Botschafter für Golf. Es ist klasse, solche Typen zu haben. Ein herausragender Typ im Golf ist nicht erst seit seinem Sieg bei der Berenberg Bank Masters auch Ian Woosnam. Es war ein beeindruckendes Finale und ich hoffe mal, der Veranstalter ist auch zufrieden. Herr Langer, Ihr Fazit des Turniers? Ja, es war super. Wir hatten wirklich einen hervorragenden Golfplatz, einen tollen Sponsor und ein starkes Teilnehmerfeld. Und mit Ian Woosnam als Sieger kann man ja auch sich zeigen lassen. Er hat heute eine 66 gespielt bei sehr windigen Verhältnissen, wirklich schwere Konditionen. Das ist schon Traumgolf. Dankeschön, Herr Langer, dafür, dass Sie hier das Ganze nach Deutschland wieder geholt haben. Und wir sagen dann schon mal auf Wiedersehen im nächsten Jahr bei der Berenberg Bank Masters hier im Golf- und Landclub Köln.